Zum dritten Mal versucht Michael Stich in diesem Jahr in einem Endspiel zu siegen. In Hamburg, in Stuttgart und München hat es ja nicht geklappt. Sein Gegner, Marc Rosset, war 1995 in einem Finale in Nizza nach einer langen Verletzung. Da schaffte er das quasi aus dem Stand und gewann das Endspiel gegen Jewgeni Kafelnikov. Marc Rosset, der 24-jährige Schweizer, zurzeit Nummer 13 in der ATP-Computer-Weltrangliste, in Genf geboren, wohnt in Monte Carlo. Marc Rosset hatte einen Weg in dieses Finale. Er schlug den Russen Andrei Olchowski in zwei Sätzen, den Franzosen Olivier Delettre in zwei Sätzen, genauso wie Jimmy Connors, was einige hier bedauert haben. Und gestern im Halbfinale Jaco Elting, musste also bei vier Spielen zweimal in den Tiebreak gehen. Tiebreak, das könnte auch hier in diesem Finale zum Schlagwort werden. Denn wer die beiden kennt, wer sie hier erlebt hat, der weiß, dass sie ausgesprochen aufschlagstark sind. Das gilt sowohl für Marc Rosset als auch für den 26-jährigen Michael Stich, der in der Weltrangliste Position 10 einnimmt. Vor dem Pariser Turnier, da war er ja einige Positionen höher, aber seine Achtelfinalteilnahme beim zweiten Grand Slam Turnier brachte ihn dann wieder unter die Top 10. Michael Stichs Weg in dieses Finale, zwei Dreisatzsiege über David Prinosil und den Niederländer Sieng Schalken, dann glatte Erfolge über den Amerikaner Richie Renneberg und Paul Harhuis. Michael Stich hat sich so allmählich mit den Bedingungen hier zurechtgefunden, hat seinen inneren Frieden mit den widrigen Rasenbedingungen geschlossen. Er sagte, die Konzentration auf das Spiel ist wichtig und nicht auf die äußeren Gegebenheiten. Und das ist ihm dann endlich im Viertelfinale gegen Richie Renneberg gelungen. Es war ein hervorragendes Match, genauso wie gestern das Halbfinalspiel gegen Paul Harhuis. Schiedsrichter der Begegnung, ein alter Bekannter, der Münchner Rudi Berger. Viele fragen sich immer wieder, muss das denn sein, dass in einem Finale, in dem auf der einen Seite ein Deutscher steht, auch ein Deutscher auf dem Schiedsrichterstuhl sitzt. Das muss natürlich nicht sein, aber im Tennis, da gibt es keine Bevorzugung. Und Rudi Berger ist auch von seinem Charakter her wirklich nicht der Mann, der einen Spieler, einen Landsmann bevorteilen würde. Schauen wir uns nochmal an, wie es in der Bilanz der beiden gegeneinander aussieht. Dreimal haben sie bis jetzt gegeneinander gespielt. Das erste Mal vor zwei Jahren in Stuttgart in der Halle. Alle drei Begegnungen übrigens auf Teppichboden, also hier in Halle zum ersten Mal auf Gras. Da gewann Michael Stich, nachdem Marc Rosset im dritten Satz zwei Matchbälle hatte und diese Matchbälle mit Doppelfehlern begleitete. Das gab dieser Begegnung dann eine Wende. Die zweite Sieg dann von Michael Stich in Stockholm und dann war zuletzt in Marseille Marc Rosset erfolgreich. Das Hallendach ist geöffnet bei wunderschönem Wetter heute. Wir erwarten ein gutes Endspiel, hoffen darauf, dass es etwas längere Ballwechsel gibt als gestern im Halbfinalspiel zwischen Marc Rosset und Jaco Elting, als der Ball maximal dreimal das Netz passierte. Die Return-Qualitäten werden heute außerordentlich gefragt sein. Das dürfte ein kleines Plus sein zugunsten von Michael Stich, allerdings wiederum unter der Voraussetzung, dass sein Aufschlag funktioniert. Marc Rosset ist der Aufschlagkönig in diesem Turnier. In seinen bisherigen vier Begegnungen hat er insgesamt 57 Asse geschlagen. Viele davon mit dem zweiten Aufschlag Michael Stich.
steht mit 35 Assen zu Buche. Seine Doppelfehlerquote sollte man vielleicht dann auch nicht ganz unerwähnt lassen. 15 Doppelfehler, das ist eine ganze Menge, aber da steht er Marc Rosé nicht nach, ganz im Gegenteil. Marc Rosé, der führt auch diese Statistik an mit insgesamt 29 Doppelfehlern. Die sind die letzten Sekunden der Aufwärmphase, da Aufschläge gespielt werden. Marc Rosé, der ja in letzter Zeit über Schulterbeschwerden zu klagen hatte. Schulterbeschwerden, die sicherlich nicht zuletzt deshalb zustande kommen, weil er halt den Aufschlag mit ungeheurer Wucht versucht zu platzieren. Gestern im Halbfinale, da musste der Physiotherapeut der ATP auf den Platz kommen und ihm ein Präparat verabreichen. Ob das hilft, mag dahingestellt sein. Sehr stark kann dieses Präparat nicht sein, denn alle schmerzlindernden Mittel, die nehmen auch die Konzentration. Rudi Berger hat beide Spieler nun aufgefordert, das Einschlagen zu beenden und das Match zu beginnen. Drittes Finale also bei den Gary Weber Open. Die Bedingungen muss man sicherlich nicht noch näher ansprechen. Sie haben es im Verlauf dieser Woche erlebt. Der Rasenplatz nicht in bestem Zustand. Aber wie gesagt, alle haben sich mittlerweile mit den Gegebenheiten abgefunden. Das magische Händchen von Michael Stich gleich zu Beginn. Korrektur von Rudi Berger. Doppelfehler. Der erste von Michael Stich. Klar im Aus, also diesmal war das eine richtige Entscheidung. 40-15. War wieder eine Korrektur nötig. Der Linienrichter da ganz hinten rechts hatte den zweiten Aufschlag im Aus gesehen. Nee, ist okay. Zweiter Doppelfehler. Einstand.
Vorteil steht. Spiel steht. Erstes Spiel. Erstes Spiel. Zu etwa 50% musste Michael Stichter seinen zweiten Aufschlag in Anspruch nehmen. Auch dafür gibt es eine Statistik. Michael Stich punktet dann in aller Regel, auch wenn er erst sein zweites Service einsetzen kann. Das ist so gut, dass es in aller Regel ausreicht, um den Punkt zu machen. Michael Stich bemüht sich vor allen Dingen, die Rückhandseite von Marc Rosset anzuspielen. Das ist im Circuit bekannt, dass der Schweizer auf dieser Seite doch eklatante Schwächen hat. Und das versuchen natürlich alle auszunutzen. Und in diesem ersten Spiel wurde das klar, was ich schon angedeutet habe, dass nämlich der Schiedsrichter, der deutsche Rudi Berger, ein objektiver, ein neutraler Leiter dieses Finales ist, korrigierte einmal seinen Linienrichter. Beim zweiten Mal, da dachte ich, er würde ihn auch korrigieren. Aber da deutete er nur an, dass das die richtige Entscheidung war, zu Ungunsten von Michael Stich. Aufschlag Rosset. Michael Stich in Erwartung des Aufschlags von Marc Rosset weit hinter der Grundlinie. Das scheint auch nötig zu sein. Und er hatte Erfolg. Erster gelungener Return. Das ist in diesen Tagen von Halle eine ganz neue Situation, eine ganz neue Erfahrung für den Schweizer. Drei Breakbälle in Folge gegen den eigenen Aufschlag. Und jetzt beim zweiten Service ist die Chance von Michael Stich, ein Break zu landen, größer. Besser kann es natürlich für den Titelverteidiger nicht beginnen. Gleich ein Break im ersten Aufschlagspiel gegen seinen Gegner. Schade. Beide.
Aber das war schon spektakulär, wie Michael Stich diesen Halbvolley da ausgrub. Da hat Marc Rosé leichte Zweifel. Nimmt die Entscheidung aber letztlich klaglos hin. Vielleicht hatte der Ball die Linie gerade soeben noch berührt. Jetzt ist die Sonne fast verschwunden, jetzt müsste es besser gehen. Ah, jetzt ist sie wieder da. Sie können es am Schatten erkennen, den Michael Stich da wirft. Jetzt schaut er voll in die Sonne beim Aufschlag. Spielstich. 13-0 Führung für Michael Stich. Stich führt 13-0. Freelauf. Weltweit sind heute über 600 Vulkane aktiv. Urplötzlich begraben Glutlawinen und Ascheregen alles Leben. Warum bleiben Menschen in der Nähe der Feuerberge? Um das gefährliche Element geht es in unserer zweiten Folge der Dokumentarreihe Naturgewalten. Heute 19.30 Uhr im ZDF. Feuer, Tanz auf dem Vulkan. Der Schweizer hat 1992 sein erfolgreichstes Jahr bisher gehabt in seiner siebenjährigen Profikarriere. Für Michael Stich war es sicherlich 1993, trotz seines Wimbledon-Titels 91. 93 konnte er 6 Erfolge feiern, und zwar auf allen Belägen. Time. Sowohl auf Sand, als auch auf Rasen, auf Hartplatz und auf einem Teppichboden. Er ist also ein sehr universeller Spieler, dem alle Beläge liegen. Marc Rosé steht zum ersten Mal in einem Finale auf Rasen. Hey, der war gut. Dennoch zweiter Aufschlag von Rosé. 40-15. 40-15.
der eben einen bösen Blick in Richtung Rudi Berger warf. Kaum Unterschied feststellbar zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Marc Rosset serviert mit ungeheurer Kraft, ungeheurem Druck. Spielstich. Stich führt 4-1. Michael Stich hat bei seinen Aufschlagspielen bisher keinerlei Probleme. Sieht man vielleicht mal vom Auftaktspiel ab, als es über Einstand ging. Michael Stich, der hier in Halle in seinem insgesamt 25. Finale steht. 15 Mal war er erfolgreich. Ihm ist es gelungen, seit 1990 in jedem Jahr mindestens einen Titel zu erringen. Und seit 1991 hat er mindestens einen auf Rasen errungen. 91 Wimbledon, dann Rosmalen, Queens und Halle. Er könnte heute etwas schaffen, was ihm zuvor noch nicht im Laufe seiner siebenjährigen Profikarriere gelungen ist, nämlich einen Titel erfolgreich zu verteidigen. Axel Schulz, der Schwergewichtsboxer, auch unter den Zuschauern. Er ist ein Tennis-Enthusiast und will eventuell nächste Woche auch nach Wimbledon fahren. Ja.
30-0. 30-0. First serve. Stichwort 4-2, 4-2. So allmählich scheint Marc Rosset warm zu werden. Das ist vor allen Dingen an seinem Aufschlag zu merken. Es war eben sein drittes Ass. Schweizer ist in der Lage, seiner Vorhand einen sehr großen seitlichen Drall zu geben. Da muss Stich aufpassen. 15. Das wirkt außerordentlich deutlich. 5-2 Führung für Michael Stich, aber er liegt lediglich ein einziges Break vor. Na, läuft der Countdown? Und wie? Denn bald gehen diese Drumwurst wieder an den Start. Langeweile gibt es in dieser Familie garantiert nicht. Lass mich in Ruhe! Nein, ich vergesse es nicht. Also dran denken. Diese Drombus ab 28. Juni immer mittwochs, 19.25 Uhr im ZDF. Es war natürlich ein sehr guter Start für Michael Stich in dieses Finale, als er gleich den Aufschlag des Schweizers durchbrechen konnte. Ein Break, das reicht ja meist auf Rasen, um einen Satz für sich entscheiden zu können. Der Aufschlag von Michael Stich, souverän, gut,
wunderschön harmonischer Aufschlagbewegung. Und wenn er dann in die Netzposition kommt, dann ist er in der Lage, die Volleys tief ins Feld zu setzen, meist auf die Rückhandseite des Schweizers. 15 Love. Der schaute noch über die Netzkante. Da konnte man ganz deutlich sehen, der Return von Michael Stich war so gewaltig, dass es dem Schweizer fast den Schläger aus der Hand schlug. Mehr Selbstverteidigung. Spielosse. Stich führt 5:3. 5:3. Das fünfte Ass von Marc Rosé. Und Michael Stich kann nun bei eigenem Aufschlag den ersten Satz für sich entscheiden. Drei Satzbälle für Michael Stich. Spiel und erster Satz Stich. 6:3. 6 games to 3. Mit seinem dritten Ass beendet Michael Stich den ersten Satz. 6:3. Nachdem es ihm im zweiten Spiel gelungen war, einen Break zu landen. Michael Stich, der für mich ein Tennis spielt, das an Attraktivität kaum zu überbieten ist. Und das wiederum, das scheint ihm so ein bisschen angelastet zu werden. Es wirkt alles so mühelos, so unangestrengt, was er da auf dem Tennisplatz macht, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, der strengt sich überhaupt nicht an. Natürlich strengt er sich an. Aber er hat halt das, tja, lassen Sie mich das so formulieren, das Tennisgenie, das viele andere nicht haben. Aber dennoch sollte man nicht verkennen, dass auch er kämpfen muss, um seine Leistung zu bringen. Zweiter Satz. Jessica Stich, die jetzt
etwas lockerer den zweiten Satz angehen kann, genauso wie Nick Marchand, der Trainer von Michael Stich, nach dem Gewinn des ersten Satzes. Nach diesem misslungenen Stopp malträtiert Marc Rosset zum wiederholten Male den Rasen. Darauf erntete er einen ganz strengen Blick von Rudi Bergerl. Sowas kann auch zu einer Verwarnung führen. Ein Beispiel dafür, dass man Marc Rosset nicht nur als Spieler mit einem gewaltigen Aufschlag bezeichnen kann. Also der kann auch Tennis spielen. Spiel Rosset. Erstes Spiel, zweites Satz. First game, second set. Nun ist das halbe Dutzend an Assen voll für Marc Rosset, der im zweiten Satz mit 1-0 in Führung geht. Sieben brandneue Fernsehfilme. Ja! Sieben Geschichten auf Leben und Tod. Oh mein Gott, ich bring dich um! Ich bring dich um! Über Liebe und Hass. Menschliche Stärken und Schwächen. Nein! Über Grenzsituationen zwischen Leben und Tod. Ab dem 3. Juli, immer montags, 19.25 Uhr im ZDF. Gerade hat Marc Rosset einige Pillchen eingeworfen, die, so nehme ich an, mehr Placebo-Effekt haben, als tatsächlich etwas zu bewirken. Pillen gegen die Schmerzen in der rechten Schulter. Marc Rosset, der ja gestern gesagt hat, je mehr die Stimmung gegen mich ist, desto besser bin ich. Das hat er 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona im Finale gegen den Spanier Jordi Arese bewiesen. Genauso wie im Davis-Cup-Finale des gleichen Jahres gegen die Vereinigten Staaten, als er den einzigen Punkt für die Schweiz im Spiel gegen Jim Courier holte. Aber die Stimmung heute, die ist nicht gegen ihn, die ist für Michael Stich. 15 Love. Ein versprungener Ball beschert Michael Stich das vierte Ass. Beide. 30 Euro.
Immer wieder versucht Michael Stich die Rückhandseite des Schweizers bei eigenem Aufschlag. Könnte da jetzt doch allmählich so ein bisschen mehr variieren, denn Marc Rosset hat sich allmählich darauf eingestellt. Erste Breakchance für Marc Rosset. 30-40, 30-14. So ein Volley-Stop, den muss man erstmal spielen, wenn man einen Breakpunkt gegen sich hat. Formsache. Und damit zweiter Breakball in diesem Spiel. Bei diesem Volley-Stop, da flog der Ball fast parallel zum Netz. Das war knapp. Dreimal ging Michael Stich da über Einstand, musste zwei Breakbälle hinnehmen und schauen wir uns diesen fast parallel zum Netz fliegenden Volley-Stop nochmal an. Großartig.
30. Hände zeigen parallel zum Boden von Marc Rousset. Der Ball war also gut. Und das können wir hier nochmal sehen. Spiel Rousset. Rousset führt 2-1. Bis auf sein erstes Aufschlagspiel in diesem Finale hat Marc Rousset keinerlei Schwierigkeiten beim Service. Er hat in nunmehr 5 Aufschlagspielen nach dem ersten lediglich 5 Punkte verloren. In jedem Spiel nur ein Pünktchen abgegeben. Der Aufschlag ist also wesentlich besser geworden. Und für Michael Stich dürfte es nun schwieriger werden, einen Break zu landen. Eher im Gegenteil, muss aufpassen, dass ihm nicht das Gleiche widerfährt, was der Marc Rousset gleich zu Beginn des Matches erlebte. Time. Eine einzige kleine Konzentrationsschwäche. Ein verlorenes Spiel und der Satz kann dahin sein. So ist das auf Rasen. Zur Abwechslung mal einen Aufschlag genau auf den Körper gespielt. Sonst bevorzugte Richtung Rückhand von Marc Rousset. Beiden hervorragend gespielt. Der Return von Marc Rousset, der Volley-Stop von Michael Stich. Auch die Vorhand wieder, aber Stich passt dann auf.
Vorteil stehen. Der saß mit der Rückhand. Marc Rosset wird immer besser. Wie ein Tiger im Käfig. Der Titelverteidiger hat doch jetzt zusehends mehr Mühe, seine Aufschlagspiele durchzubringen. Musste eben wieder zweimal über Einstand gehen, um seinen Service durchzubringen. Marc Rosset in diesem Bereich, diesem Aspekt des Spiels, souveräner zurzeit. Die Rückhand jetzt ein bisschen sehr nachlässig gespielt von Marc Rosset. Das kann er sich nicht allzu oft erlauben. Bei 6 Assen nur mittlerweile 5 Doppelfehler von Marc Rosset. Und zum ersten Mal, da lässt er 3 Punkte bei eigenem Aufschlag zu. Für den Gegner natürlich. Vorteil Rosset.
Spiel los. Rasse führt 3:2. Friedenstür. Marc Rosset ist stärker in seinen Rückschlägen geworden. Das hat Michael Stich in diesem zweiten Satz sehr deutlich zu spüren bekommen. Mal sehen, ob das gleich anhält, diese Tendenz. Er ist vor allen Dingen mit den Bällen von Michael Stich, die auf die Rückhandseite serviert werden, wesentlich besser im Spiel nun als noch zu Beginn dieses Finals. Und er tut das, was Michael Stich tut, wenn er nämlich zu retournieren hat. Er versucht nicht unbedingt die großen Gewinner zu schlagen, sondern durch kleine, leichte Bewegungen den Ball nur knapp hinter das Netz zu befördern und dadurch den Gegner in Bedrängnis zu bringen, denn diese Halbvolleys, die sind außerordentlich schwer zu nehmen. Mal sehen, ob er das jetzt gleich wieder macht, wenn Michael Stich aufschlägt. Sehr fürsorglich der Schweizer, der da die Zuschauer mit kalten Getränken versorgt. Es ist sehr heiß. Das Emblem der Michael Stich Stiftung. Spiel Stich. Drei Beine, Strecke wieso. Diesmal konnte der Schweizer relativ wenig gegen den Aufschlag von Michael Stich ausrichten. Zu hart, zu platziert das Service. Zum ersten Mal hatte der Deutsche keinerlei Probleme in diesem zweiten Satz mit seinem Aufschlag. Mittlerweile der
Siebte Doppelfehler von Rosé bei sechs Assen. Hatte Michael Stich die Chance beim zweiten Aufschlag und er nutzte sie mit einem knallharten Rückhand-Return. Erste Breakchance für ihn im zweiten Satz. Das war hervorragend gespielt von Marc Rosset. Der Aufschlag auf den Körper, dennoch ein guter Return von Michael Stich und dann ein sehr souveräner Vorhandvolley. Die wollen auch erstmal überlockt sein. Wir schalten jetzt kurz um nach Mainz zu den Schlagzeilen der Heute-Redaktion. Tennis vom Feinsten, präsentiert vom ZDF und Herr Porter-Pilz. Guten Tag, verehrte Zuschauer. In Bremen sind die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU überraschend unterbrochen worden. Sie sollen morgen fortgesetzt werden. Unstimmigkeiten gibt es über die Besetzung des Wirtschaftsressorts. Bei den Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen sind SPD und Grüne offenbar entschlossen, noch heute eine Entscheidung herbeizuführen. Hauptstreitpunkt bleibt der Braunkohleabbau. Bei der ersten Direktwahl des Oberbürgermeisters von Frankfurt am Main zeichnet sich bisher nur eine geringe Beteiligung ab. Die meisten Chancen werden dem bisherigen Amtsinhaber Andreas von Schöler, SPD, und der CDU-Politikerin Petra Roth eingeräumt. Der israelische Außenminister Peres und PLO-Chef Arafat haben sich überraschend in Gaza getroffen. Sie beraten über die Ausweitung der Palästinenser-Autonomie im Westjordanland. Zum ersten Mal seit 5 Jahren finden heute in Haiti freie Wahlen statt. 8 Monate nach dem Ende der Militärdiktatur sollen 3,5 Millionen Bürger ein neues Parlament sowie Kommunal- und Regionalvertretungen bestimmen. Das Wetter bis heute Abend. Im Südosten zeitweise Regen, sonst trocken. Temperaturen 16 bis 26 Grad. Die nächste Heute-Sendung gegen 17 Uhr. Tennis vom Feinsten, präsentiert vom ZDF und Herr Porter-Pilz. Michael Stich hat den ersten Punkt im 8. Spiel des 2. Satzes gewonnen. Er führt mit 15:0 und schlägt mit 9 Bällen auf.
30 long. 30 long. Spielstich. Vier Beine vor dem Zaun. In Folge 1:0 Spiel von Michael Stich. Und jetzt kann sich keiner von beiden mehr ein Break erlauben. Das führt 15:4, 5:4. Das ist ja immer eine besondere Situation, wenn man genau weiß, wenn ich jetzt einen Break hinnehmen muss, dann ist der Satz oder hier sogar im Falle von Marc Rosset das Match gelaufen. Es bedarf immer besonderer Anstrengung, sowohl physisch als auch psychisch. Marc Rosset ist das hier glänzend gelungen. Und nun werden wir gleich Michael Stich in einer ähnlichen Situation erleben. Er allerdings hat den Vorteil, dass er ja den ersten Satz gewinnen konnte. Im zweiten hatten beide ihre Chance. Marc Rosset sogar zwei Breakbälle. Aber da schlug Michael Stich so gut auf, dass es eigentlich keine richtigen Chancen dann letztlich waren. Michael Stich hatte eine Möglichkeit und auch da war der Aufschlag von Marc Rosset so gut, dass letztlich keine Gelegenheit zum Break für Michael Stich bestand.
30 Null. 30 Null. Diskutieren da gerade über den Platzfehler, der das sechste Ass von Michael Stich zur Folge hatte. Damit also die gleiche Anzahl an Assen wie Marc Rosset. Kurioser Ballwechsel, begünstigt von einem Rahmenball von Michael Stich, der zum dritten Mal in Folge ohne einen einzigen Punktverlust seinen Aufschlag beenden konnte. Da hatten wir gerade den Rahmenball. Da sieht der Gegner etwas alt aus, denn der Ball versprengt. Spielrosse. Rosse führt 6:5, 6:5. Erneut gelingt es Marc Rosset, diese immer etwas kritische, brenzlige Situation zu überstehen. Gibt ein Pünktchen ab bei eigenem Aufschlag und gleich ist Michael Stich wieder dran. Michael Stich im Bewusstsein, dass er sein Aufschlagspiel unbedingt gewinnen muss. Folge wäre dann der Tiebreak. Dieses Lotteriespiel, über dessen Ausgang man eigentlich überhaupt nichts vorhersagen kann. Sehr ausgeglichener zweiter Satz. Time. Getragen von großer Spannung. Aber wir haben auch einige schöne Ballwechsel zu sehen bekommen. Trotz der bekannten Aufschlagstärke von beiden Finalisten. Love 15.
Doppelfehler Nummer 3 von Michael Stich, für den es brenzlig wird. Aber er kann sich ja eigentlich immer wieder auf sein sehr gutes Service verlassen. Und nicht nur auf seinen Service, sondern auch auf die Flugbälle. Da staubte die Mittellinie. Zentimeterchen weiter links aus unserer Sicht und es wäre erneut ein Doppelfehler gewesen. Lieber Jolly. Sechs beide, sechs Games. War schon ein bisschen Glück dabei. Aber ab und zu sollte man schon einen ersten Aufschlag auch platzieren. Das gelang Michael Stich ein einziges Mal in diesem 12. Spiel des zweiten Satzes. Sechs beide, Tiebreak und Marc Rosset schlägt auf. Eins, null, eins, Rosset. Er weiß genau, solche Gelegenheiten darf man Marc Rosset nicht geben. Vor allen Dingen nicht, wenn er mit der Vorhand zuschlagen kann. Wieder Glück gehabt, Michael Stich. Das Warten auf die Gelegenheit. Die hatte sich eben ergeben und die nutzte Michael Stich. Erster Aufschlagverlust im Tiebreak.
4-2. Sehr langer zweiter Aufschlag von Michael Stich. 4-2 Führung. Michael Stich, der im Verlaufe dieser Haller Woche ein einziges Mal in den Tiebreak musste. In seinem Halbfinalspiel gegen Paul Harhuis. Diesen Tiebreak konnte er gewinnen. Marc Rossé musste zweimal in dieses Lotteriespiel hinein und konnte auch beide Male gewinnen. Ja. 4-3, 4-3, Stich. Der Tiebreak und damit das Match sind wieder offen nach diesem Aufschlagverlust von Michael Stich. Jetzt natürlich wieder Vorteil auf Seite des Deutschen. Und nun könnten zwei Punkte bei eigenem Aufschlag gelingen. Genügen. Das lässt Marc Rossé aber nicht zu. Matchball für Michael Stich. Nein, das ist er nicht. 6-0. Erneut werden die Seiten gewechselt in dieser außerordentlich spannenden Auseinandersetzung, in der Michael Stich die Vorteile auf seiner Seite hatte. 4-2 führte er, 5-3 führte er. Letztlich konnte er aber die Vorteile nicht nutzen, was natürlich zu einer gewissen Enttäuschung führt. 7-6, 7-6. Und nun Satzball für Marc Rossé. Punkt wird es erweisen. Satzball Rossé oder Matchball Michael Stich? 8-7, 8-7, Stich. Ach, beide.
Jetzt sind wir erst soweit. Satzball Rosé oder Matchball Stich. Spannung ist förmlich zu spüren, mit der Hand zu greifen. Die psychologischen Vorteile hat natürlich Michael Stich auf seiner Seite nach dem Gewinn des ersten Satzes. Er steht nicht so unter Druck wie der Schweizer. Matchball Nummer 3 für den Deutschen. Der Flugball von Marc José, der sprang eigentlich kaum auf, sodass Michael Stich nicht unter den Ball kommen konnte. Hier. Satzball Nummer 3 nun für Marc Rosé, der 3 Matchbälle abwehren konnte. Die Chance wiederkehrt. Und sie ist da. 12-11. Satzball Nummer 4 nun also für Marc Rosé. Aber der hat eine ganz andere Qualität als die anderen zuvor. Denn nun kann er aufschlagen. Lassen wir die Spannung sich erstmal ein bisschen wieder entladen. Ein langer Tiebreak, auf den diese Reaktion von Michael Stich erfolgte.
der die ungleich besseren Voraussetzungen hatte, diesen Tiebreak zu gewinnen, landete ein ganz frühes Break. Aber hören wir erstmal zu. Michael Stich scheint da von Rudi Berger eine Verwarnung bekommen zu haben, nachdem er den Schläger geworfen hat. Und Stich sagte, aber Rossi hat es doch auch gemacht. Einige Leute. Ja, werden wieder noch um eine Frage. Eine Frage. Die Diskussion immer noch nicht beendet, aber diese Diskussion ist natürlich auch eine Reaktion auf den verlorenen Tiebreak von Michael Stich. Letzter Satz auf Frage Stich. Der, man kann es nur wiederholen, die Vorteile ganz klar auf seiner Seite hatte. Nicht nur, weil er ein frühes Break in diesem Tiebreak landen konnte, sondern auch, weil er den ersten Satz gewonnen hatte. Aber konzentrieren wir uns nun auf den dritten und letzten Satz in diesem Finale von Halle. Nach einem solch souverän gewonnenen Aufschlagspiel könnte sich Michael Stich so allmählich wieder beruhigen, aber wie wir sehen, er hat diese Verwarnung von Rudi Berger immer noch nicht verdaut. Rudi Berger, der nun wirklich alles andere ist als ein Heimschiedsrichter. Das habe ich ja gleich zu Anfang der Übertragung gesagt. Auch Marc Rosset hatte Grund, sich zu ereifern im Tiebreak, als er nämlich eine riesengroße Gelegenheit verstreichen ließ. Schauen wir uns seine Reaktion an. Aber er hatte sich das ja ganz alleine zuzuschreiben. Das war beim Spielstand von 11:10 für Rosset, als er einen Ball, der nun wirklich nicht so schwer zu platzieren war, außerhalb spielte. Aber die Gelegenheit, die ergab sich dann postwendend erneut. Aufschlagverlust von Michael Stich und dann Aufschlag Rosset. Gewinn des zweiten Satzes. Thank you.
30:15, 30:15. Sehr schöner Rückhandvolley von Roseda zum Schluss. Anerkennendes Nicken von Michael Stich, der da chancenlos war. 15. Der war nicht einfach, dieser Rückhandvolley. Stich für 2:1, 2:1, neue Bälle, New Ball Space. Michael Stich scheint sich immer noch. Weltweit sind heute über 600 Vulkane aktiv. Urplötzlich begraben Glutlawinen und Ascheregen alles Leben. Warum bleiben Menschen in der Nähe der Feuerberge? Um das gefährliche Element geht es in unserer zweiten Folge der Dokumentarreihe Naturgewalten. Heute 19.30 Uhr im ZDF. Feuer, Tanz auf dem Vulkan. Für uns alle gilt es, sich jetzt erstmal wieder ein bisschen zu beruhigen nach diesem außerordentlich spannenden Tiebreak im zweiten Satz. Insbesondere gilt dies für Michael Stich, der natürlich enttäuscht war, dass er drei Matchbälle nicht verwerten konnte. Dann die Ermahnung von Rudi Berger. Und man merkt Michael Stich an, dass er das noch nicht so ganz verdaut hat. Immer wieder schüttelt er den Kopf. Als wollte er sagen, Mensch, das könnte ich eigentlich schon hinter mir haben, dieses Finale. Und zwar als Sieger hinter mir haben. Marc Rosset schlägt mit 9 Bällen auf. 15-0. 15-0. Second serve.
Da hat Michael Stich wieder improvisiert und das muss man auf diesem Geläuf. 15:30. 30 Meter. 30 Meter. Marc Rosset, zurzeit leicht im Aufwind. Der Körpersprache von Michael Stich merkt man es immer noch an, dass er mit sich selbst und seiner Umwelt immer noch nicht so ganz im Reinen ist. 15:15 Michael Stich hat bei eigenem Aufschlag in diesem dritten und entscheidenden Satz noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Und wenn Sie gestern das Halbfinalspiel zwischen Marc Rosset und Jaco Elting verfolgt haben, dann werden Sie auch gesehen haben, wie der Schweizer ganze Rasenstücke vor allen Dingen an der Grundlinie bei eigenem Aufschlag herausriss. Das passiert heute nicht. Der Platz wurde über Nacht gepflegt. Ich habe mich heute Vormittag noch mit Phil Thorn, dem Greenkeeper, unterhalten können. Er hat da neue Rasenstücke eingesetzt, hat sie bewässert, anschließend mit Föhn getrocknet. Und er sagte, das müsste eigentlich hart wie Zement sein. Man sieht dann sicherlich noch den ein oder anderen Fußabdruck. Das ist auch so, aber der Rasen hält. Man hat hier ja einiges unternommen, um die Qualität zu verbessern. Im nächsten Jahr werden wir da sicherlich einen Rasen hier auf dem Center Court haben, der dem in Wimbledon in etwa gleichkommt. Aufschlag Marc Rosset. Sich zurechtfinden in die Gegebenheiten. Zitat Michael Stich, und das gilt für ihn jetzt mehr denn je. Auch bei versprungenen Bällen. Das ist die Frage. Gelingt die erste Titelverteidigung? Gemeint ist Michael Stich.
40-30. 40-70. Spiel Russell. Nein, meine Herren, es beginnt so. Nick Marchand, komm, komm. Diese Aufforderung gilt seinem Schützling, gilt Michael Stich. Mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer an Arroganz grenzenden Leichtigkeit bringt er diesen schwierigen Volley-Stop über das Netz. Michael Stich, der nun in 4 Aufschlagspielen im dritten Satz keinen Punkt abgegeben hat. Also da, in diesem Bereich, ist alles in Ordnung. Aber gleich beim Aufschlag von Rosset, da gilt es, sich doch stärker zu konzentrieren, als er es bisher getan hat. Denn da war die ein oder andere Gelegenheit, einen Punkt zu erzielen. Diese Gelegenheit, die hat Michael Stich aber nicht genutzt. Siebtes Spiel, im dritten Satz, Aufschlag Marc Rosset. Oh.
Diesmal war für den Titelverteidiger nun überhaupt nichts zu machen. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn man Gelegenheiten verstreichen lässt. Der Tanz auf der Netzkante. Spielgewinn für Marc Rosset, der 4:3 führt. 15-0, 15-0. Für beide steht es. Er wendet sich um, weil ein Linienrichter Fußfehler reklamierte. Und zwar der in der Mitte rief das, ja. Noch ein böser Blick rüber zu dem Linienrichter in der Mitte, der den Fußfehler anzeigte. Der Linienrichter im Rücken des aufschlagenden Michael Stich. Das ist in der Tat sehr schwierig, einen Fußfehler zu erkennen. Normalerweise wird das von dem Linienrichter angemerkt, der in der Verlängerung der Grundlinie sitzt. Das wäre also auf der linken Seite, wenn man diesen Bildschirmausschnitt betrachtet. Er hätte ihn eher anzeigen müssen können als der Linienrichter in der Mitte. Jetzt haben wir also wieder das gleiche Spielchen wie im zweiten Satz. Nun muss Marc Rosset sein Aufschlagspiel durchbringen. Eine besondere Belastung. Denn man hat dann eigentlich kaum noch eine Chance, einen Aufschlagverlust wettzumachen.
Auf solch einen Return hat Michael Stich lange gewartet. 30 beide. Und Matchball Nummer 4. Da braucht sich Michael Stich keinen Vorwurf zu machen. Gegen diesen Auftrag von Marc Rosset war wirklich kein Kraut gewachsen. Der fünfte Matchball für den Titelverteidiger. Sie leiden mit. Jessica Stich und ihre Freundin. Da war im Ansatz wenigstens eine Chance, den Matchball zu verwerten. Bei den beiden Gelegenheiten zuvor war sie nie vorhanden. Eine ganz schöne Menge, was Michael Stich da zu verdauen hat. 6 Matchbälle nicht verwandelt zu haben. Das steckt im Kopf. Das muss man
loswerden, um sich auf das Aufschlagspiel zu konzentrieren. Horst Klosterkemper, der Turnierdirektor des World Team Cup in Düsseldorf, ist auch unter den Gästen. Dieses Spiel war nicht so einfach. Ausdruck dessen 0:15, 15:30. Das waren schon bedrohliche Situationen für Michael Stich. Der 6 nicht verwertete Matchbälle erstmal wegzustecken hat. Aber nur bei einem einzigen, beim letzten nämlich. Da hätte er mehr draus machen können, als ihm letztlich gelang. Marc Rosset nun seinerseits in der Situation, Time, das Spiel gewinnen zu müssen. Das nun folgende Aufschlagspiel. Sollte der Schweizer dieses Spiel gewinnen, dann werden wir erneut einen Tiebreak erleben.
2015. Raunen geht da durch die Zuschauer. Da soll ein Ball im Ausgelandet sein, einer von Marc Rosset. Die Entscheidung steht. Spielball zum 6:6 für den Schweizer. Werden wir uns wieder auf einen solchen Krimi wie im Satz zuvor einzurichten haben? Danke. 13:11 der Tiebreak im zweiten Satz für Marc Rosset. 1-0, 1-0, wirklich allen Grund, sich bei der Netzkante zu bedanken. Michael Stich, schauen wir uns das nochmal an. Der Wich, Marc Rosset, der Rückhand aus, gewaltiger Schlag mit der Vorhand und dann bleibt der Ball kleben an der Netzkante. 3-2, Fried Tim, steht. Als im zweiten Satz die Seiten gewechselt wurden, da führte Michael Stich mit 4:2. Vier, drei, vier, drei, vier, drei.
Sehr guter Return von Marc Ressé, genau vor die Füße von Michael Stich gespielt. Der Titelverteidiger läuft nun Gefahr, den Titel zu verlieren. Sollte es Marc Rosset gelingen, nun zweimal zu punkten, dann ist er der Sieger von Halle. Ah, der Return war bitter nötig. Nein, der Ball war nicht im Aus, war genau auf der Linie, korrekte Entscheidung. 6:5 Führung für Marc Rosset, der jetzt Matchball hat, seinen ersten, aber Michael Stich beim Aufschlag. Kribbelige Momente. Oh. Ist er denn von allen guten Geistern verlassen? In einer solchen Situation einen so riskanten Ball zu spielen. 7-6, 7-6, Stich. Matchball Nummer 7 jetzt für Michael Stich. 7-0. Zweiter Matchball jetzt für den Schweizer. Wieder versuchte Marc Rosset da nicht auf Rückhand spielen zu müssen. Das war natürlich außerordentlich großes Pech für Michael Stich. Und nun hat es der Schweizer wirklich in der Hand, hier den Titel zu holen bei eigenem Aufschlag. Rosset also heißt der Sieger von Halle. In einem außerordentlich dramatischen Endspiel bezwingt er Michael Stich, dem es somit nicht gelingt, seinen Titel zu verteidigen. Das war's vom Center Court.
Ich gebe ab an Magdalena Müller.